Oh, willkommen zurück, wir sind wieder da. Ich hoffe ganz schwer, dass es etwas besser geht jetzt, aber ich bin mir da, ja gut, also wir haben jetzt zumindest mal ein paar Prozent weniger. Wir sind jetzt nochmal mit der Qualität deutlich runtergegangen, wie ihr vielleicht auch am Livestream seht, aber es ist etwas flüssiger geworden. Ich hoffe, das ist in Ordnung jetzt. Tut mir schrecklich leid, es ist kein HD mehr, aber was soll man machen? Wir müssen es jetzt nochmal so laufen lassen und tut mir vor allem um die Jungs leid, aber jetzt können wir uns vielleicht mal so ein bisschen dem Geschehen hier widmen. Also Edgar Ostermann am Start vorbeigegangen an Micha Gehrig, der fährt noch auf 2, ist aber hier extrem hart bedrängt, und zwar von Rösti, von, wen haben wir hier auf der nächsten, das müsste der Jan sein, genau, dann der Arne, da haben wir den Arne, genau. Micha Dröscher auf der 6. Da ist er. Auf der 7. Oh, hier fightet ganz heftig Robin Frischkopf mit Dennis Erner. Auf 7 fährt Jens Puckert. Den haben wir jetzt ein bisschen unterschlagen. So, Robin Frischkopf ist durch. Ist jetzt auf Platz 8. Und der muss natürlich jetzt noch nach vorne. Der muss jetzt noch nach vorne. Rösti jetzt 2 Plätze verloren da vorne. Oh, wer fährt denn da so weit außen? Das sieht mir doch schon wieder arg nach. Ja, nee, Arne. Arne hat sie erwischt. Dennis Erner hier ganz heißen Fight mit Robin Frischkopf. Das ist aber jetzt das Auto von Frischkopf jetzt hier durch. Micha Dröscher verliert 2 Plätze. Also hier ist momentan richtig Alarm. Und Jens Burkhardt, das war tatsächlich zurückgefallen auf Platz 10. Ach du meine Nase. Aber da ist er in guter Gesellschaft, weil jetzt fährt wieder vor ihm sein Erzrivale Danny Volkert. Und Robin Frischkopf macht hier wieder eine Position gut. Jetzt gegen Micha Dröscher und fährt jetzt schon auf Platz 5. Und er muss nach vorne. Also ich würde mal so tippen, ein 3., 4. Platz würde ihm reichen. Das ist auch noch durchaus im Bereich des Möglichen. Sogar noch ein 2. Platz ist im Bereich des Möglichen, weil die ersten 10, 11, 12 sind innerhalb von 10 Sekunden. 13. Ja, was ein Wahnsinn. So, und Frischkopf holt sich hier den nächsten, nämlich seinen Landsmann Rösti. Und ist jetzt bereits 3. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, ist er auch gerade an dem Jan vorbei. Nee, ist er noch nicht. Nein, nein, nein. Dummes Zeug. Am Micha Dröscher ist er vorbei. Genau. Robin Frischkopf bereits auf Position 4. Also innerhalb von 2 Runden ist der Junge von 9 auf 4 vorgefahren. Das nenne ich mal eine Leistung.
So, jetzt wird es hier vorne langsam eng, weil nämlich auch der Jan jetzt so ein bisschen Druck ausübt auf den Micha Gehrig. Für den Micha Gehrig wäre es natürlich eine ziemlich coole Nummer, hier einen derart hohen Platz reinzufahren. Allerdings ist Micha Tröscher, der ja auch im ersten Lauf schon relativ gut unterwegs war oder deutlich vor Gehrig unterwegs war, hier jetzt auf Platz 5. Also das ist alles eine Wahnsinnsrechnerei. So, und Frischkopf jetzt auf dem Weg hier in Richtung Jan. Ja, hier versucht das gerne mal, hat aber irgendwie noch nie geklappt. So. Aber noch ist hier nichts gegessen, noch nichts gewonnen, wie auch immer. Jens Purkott dann schon mal wieder bis auf die 9. Aber so richtig Dennis Erner auf der 8. Oh, jetzt ist er auf die 8 gefahren. Aber das liegt daran, dass Rösti auch zwei Plätze verloren hat. Da muss wohl ein Fehler von Frösti vorgelegen haben. Und was soll ich sagen? Lenny Volkert ist schon zwei Plätze vor. Ist fährt auf Platz 6. Jens Burkhardt auf 8. Das darf so nicht bleiben. Die müssen schon... Ja, das muss schon anders aussehen. Noch hat Volkert die Nase vorn. Robin Frischkopf hat aber momentan mehr mit Micha Tröscher zu tun, als dass er an den Jan ranfährt. Muss man ganz klar mal so sagen. Jetzt schauen wir mal den Rest an, der da kommt. Auch hier alles noch verdammt eng. Lassen wir mal das Feld passieren. Jens Erner hat jetzt eine Position verloren gegen Arne auf Platz 15 und 14. Gehen wir doch mal auf die Position 8 zu Jens Purkott, aber der ist hier noch nicht wirklich in der Position, wo es spannend werden könnte, weil da fährt nämlich auch der Dennis Erner und das ist ja noch auch nicht unbedingt jemand, den man einfach mal so im Vorbeigehen überholt. Und Danny folgert dann schon doch mit einigem Vorsprung. Wenn wir das jetzt mal so sehen, das sind gut 4, 5, 6 Sekunden, die er schon auf Kokott hat. So, Tröscher auf 5, auf der 4 Frischkopf, Platz 3 für Jan, Platz 2 für Micha Gehrig, der sich hier ausgesprochen gut hält. Ich meine den Edgar Ostermann, ja, es gibt keine Punkte für... den Abstand zum zweiten, aber es gibt natürlich einen Punkt für die schnellste Rennrunde, den er jetzt hier kassiert bisher. Wobei ich mir aber vorstellen könnte, dass das eng werden kann, wenn denn Robin Frischkopf freie Fahrt kriegt. So, fangen wir auch noch mal hinten an. Also auf dem letzten Platz momentan der Dominik Smoll.
Dann haben wir den Jens Erner, Arne, Patrick Gabel auf der 13, auf der 12 dann, und hier wird es dann richtig eng, der Ralf, auf der 11 der Jim, auf der 10 Force, auf der 9 Rösti, auf der 8 Jens Purkott. Ja, die anderen hatten wir ja gemacht, und also Purkott findet wohl auch nicht mehr so richtig einen Tritt hier, wenn ich mir das so anschaue. Er macht zwar ein paar Zehntel gut jetzt hier auf Erna, aber das ist jetzt nicht wirklich von Bedeutung. So, deswegen gucken wir uns das ganze Geschehen hier vorne an. Was ist mit Frischkopf passiert? Oh mein Gott! Jetzt, sorry, da müssen wir mal zurückspulen, das müssen wir angucken, was da passiert ist. Eieiei, ich glaube, es war die Urouge, oder? Jo. Unter anderem. Doch. Also Urouge, klar, da verliert er hier Plätze. Aber da muss vorher schon was gewesen sein. Wir gehen wieder live. Also Frischkopf wieder ein bisschen weg von seinem Zielen. Schade, schade, das war ein schöner Kampf da vorne. So, dann gucken wir uns mal an, was der Danny Volkert macht. Weil der hat ja hier tatsächlich richtig Fahrt aufgenommen. Sozusagen Lunte gerochen. Angriff jetzt hier, aber das klappt noch nicht. Aber von hinten nähert sich da auch der Robin Frischkopf. Und an Danny Volkert vorbeizukommen, das dürfte natürlich nochmal super schwer werden. Also da kann er sich nur drauf verlassen, dass Volkert eventuell auch seine Pappenheimer da überholt. Hoffen, dass das jetzt sauber und ordentlich funktioniert. Momentan sieht der Stream zwar ein bisschen pixelig, aber zumindest flüssig aus. Ich hoffe mal, das bleibt auch so. So, wie sieht es jetzt aus hier vorne? Nichts, keine Manöver hier in der La Source. Und die Abstände sind auch zu groß, als dass man hier davon ausgehen könnte, dass es am Ende der Camel Street Straight irgendetwas geben würde, was nach Überholmanöver aussieht.
Aber jetzt Robin Frischkopf dran hier. Das ist natürlich jetzt für Danny Erner, für Danny Volkert der Super-GAU. Einfach weil er eigentlich sich nach vorne orientieren sollte und sich nicht nach hinten orientieren müsste. Das muss er jetzt aber. Wir haben noch 20 Minuten, also von daher, ja, kein größtes Problem. Also das Ganze ist schon ziemlich spannend, das muss ich sagen. Also ich sehe hier in der Blanchimont, da ruckelt es am meisten. Die ersten Boxenstopps, oder was heißt die ersten, fast alle kommen hier in die Box, ja, grandios. So, dann wollen wir hoffen, dass das jetzt hier alles gut geht. Hier seinen Boxenplatz, also da steht keiner irgendwo doppelt. Das ist alles soweit im grünen Bereich. Schauen wir mal, wie jetzt die Reihenfolge aussieht. Jens Purkott führt, aber der muss dann wohl erstmal noch in die Box. Edgar Ostermann auf der 2. Der war in der Box. Und alle anderen hinter ihm auch, außer, ja, die sind aber alle in der Box, also nur Burkott war noch nicht drin. So, und hier ist es aber ganz eng zwischen Micha Gehrig und dem Jan. Er hat ihn auch mal gleich ein bisschen angestupst, war er so erschrocken, dass er gleich mal vom Gas gegangen ist. So, und natürlich sehr cool hier. Michael Gehrig, Robin Frischkopf, Micha Tröscher, Dennis Erner, Rösti, Patrick Gabel, Arne, Jim, Ralf, Dominik, Jens Erner und Forst ist ausgefallen. Jetzt gucken wir mal, da ist Jens Burkott. Und hier kommt aber jetzt schon Edgar Ostermann um die Ecke gepfiffen. Also die Chance, dass da irgendwas gehen könnte, das ist Unsinn. Bleibt halt die Frage. So, jetzt geht Ostermann, übernimmt hier wieder die Führung. Aber Purkott fährt jetzt schon los.
Na, jetzt bin ich aber mal fertig. Burkott. Und hier kommen erst die Verfolger. Ich würde mal behaupten, da hat der gute Jens irgendetwas nicht gemacht beim Boxenstopp. Was die anderen wohl getan haben. Wir gucken uns das gleich mal ein bisschen in den Zeiten an. Jens Burkott fährt auf 2. Edgar Ostermann hat 3 Minuten 9 gebraucht. Ja gut, da müssen wir jetzt erst warten, bis der Jens seine Runde zu Ende gefahren hat, um einen Vergleich zu haben. Das wäre natürlich ein super Trick gewesen. Sollte er keine Reifen gewechselt haben, könnte es unter Umständen in den letzten 10 Minuten hier für ihn ganz, ganz schwer werden, weil nur 3 Positionen hinter ihm und nur 2 Sekunden hinter ihm fährt sein Kontrahent, der Danny Volkert. Alles nicht so einfach. Und Micha Gehrig hier ganz hart am Limit. Weitet nach vorne, nach hinten, nach vorne gegen den Jan, nach hinten gegen den Danny. Wo ist eigentlich Dennis Erner? Der fährt auf 8. So, jetzt müsste aber langsam auch 3 Minuten 5. 3 Minuten 9. Der war gerade mal 4 Sekunden schneller, der Jens Burkott. 3 Minuten 8. Der, wie lange hat er denn gebraucht? 3 Minuten 9. Also ich verstehe es jetzt nicht so ganz. Also Jens Burkott hier sehr, sehr profitiert. Oi, Jan hier mit dem Fehler. Und Gehrig geht vorbei wieder. Also hier Bäumchen wechselt die Spiele und hier ist jetzt richtig Musik drin. Erik bleibt vorne. Jetzt der Angriff von Danny Volkert hier dran an Jan. Versucht das jetzt hier. Nein, das wird nichts. Und Robin Frischke. Oh! Ich bin mir nicht sicher, ob es da eine Berührung gab. Wir versuchen das nochmal einzufangen hier. Also hier raus aus der Busstopp. Oh ja, da gab es eine Berührung. Das würde ich wohl so meinen. Ja, definitiv. Hier, ups, da kommt der Schnupser. Ui, 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 ui.
Das war mit Sicherheit keine Absicht, aber was soll er jetzt machen hier? Wenn er jetzt hier wartet, ist alles vorbei. Lieber holt er sich eine Strafe ab dann. So, Angriff von Frischkopf gegen... Oh, das geht gut hier! Robin Frischkopf geht vorbei an Danny Volkert. Der wahrscheinlich mit so ein bisschen schlechtem Gewissen unterwegs war und nicht so richtig wusste, was er machen soll. Und vielleicht einen Ticken zu lang gezögert hat irgendwo, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls Robin Frischkopf hier vor der Lecombe außen vorbei und hat ihn hier wunderbar überholt, konnte noch vor der Lecombe vor ihm reinziehen. Also grandios. Aber das sieht noch nicht so aus, ob die Sache hier gegessen wäre. Wir gehen wieder ins Cockpit, einfach weil es momentan das beste Bild ist, was wir bieten können. Guckt euch das an. Der ist wirklich, das ist wie Schieben. Aber jetzt ist natürlich ganz blöd hier, weil da ist auch noch der Gehrig dazwischen. Und boah, Frischkopf muss hier mörderisch über die Körbs gehen. Das war ein bisschen unfair jetzt von Gehrig. Der hat gesehen, dass er da mit seinem Vorderwagen schon an seinem Heck war. Und hat ihn da im Prinzip die Luft zum Atmen genommen. Upsala, da gibt's das Überholmanöver, das wollte ich doch eigentlich sehen, genau. So, jetzt auch. Gut, wer war da los? Also nachdem Michael Gehrig kurzzeitig vorbei war. Upsala, und jetzt gibt hier nochmal einen Stupser. Danny Volkert jetzt hier wieder dran an Robin Frischkopf. Der jetzt wieder auf 3 fährt. Und natürlich riesen Glück für Jens Purkott, dass die sich hier so in die Haare gekriegt haben. Obwohl, ich bin mir sicher, dass er Reifen gewechselt hat, weil der hat genauso lange gestanden wie die anderen auch. Aber wie der da auf Platz 2 gekommen ist... weiß es. Natürlich ist es jetzt hier ganz dramatisch, weil Ostermann führt. Ostermann ist auf Platz 2 der Meisterschaft. Der kann nicht mehr machen. Purkott führt. Er ist hinter, genauso auf Platz 4. Mit wenigen Punkten Rückstand auf den Danny Volkert, der hier jetzt gegen Robin Frischkopf kämpft, der eigentlich die, also der zweite, der Quatsch, der zweite und der vierte kämpfen vorne gegen den ersten und den dritten auf den Plätzen. Also sensationell. Spannender kann es nicht sein. Und Micha Gehrig und Micha Tröscher, die auch noch fighten, da geht es nur um einen Punkt. Tröscher führt noch mal bisher mit 86 zu Punkten gegen Micha Gehrig mit 85 Punkten. Da hat Micha Gehrig momentan die Nase vorn. Allerdings trennen die beiden auch bloß einen Platz, also 2 Plätze. Da fährt noch der Dennis Erler dazwischen. Und das sieht mir nicht so aus, als ob das so lange so bliebe, wenn wir da mal hingucken.
Hier ist Gerig, da ist Erna und da... Meine Fresse, was hier los ist. Und da ist Tröscher. Für Gerig ist es natürlich extrem wichtig, dass Erna zwischen den beiden bleibt. Nein, das wird nichts. Das geht, ich glaub's nicht. Das habe ich noch nie gesehen, dass hier jemand überholt. Erna vorbei an Gerig an dieser Stelle. Das kann doch gar nicht wahr sein. Jetzt ist es natürlich für Tröscher. Nur noch die Frage, dass ihr irgendwie an Gerig vorbeikommt. Eigentlich muss er nur warten. Wir haben noch 4 Minuten. Das sind im günstigsten Fall noch 2 Runden. Mal gucken, wo. Ja, Ostermann kommt jetzt hier durch. Also das ist diese und dann noch eine Runde. Auf Platz 2 Jens Purkott. Strategisch extrem geschickt gemacht das Ganze, wie auch immer das möglich war. Ich bin mir allerdings jetzt nicht mehr so hundertprozentig sicher durch diese blöde Umswitcherei, wo der da war, auf welcher Position vor den Boxenstopps. Vielleicht ist da wohl was passiert, was mir entgangen ist. Das werden wir nachher im Interview klären. So, und jetzt hier der Angriff von Erik gegen... Oh, meine Fresse, was ist hier los? Der weiß nicht, wo er hin wollte. Soll er es außen, soll er es innen probieren? Jetzt hat er sich auch ein bisschen spät entschieden. Erna, jetzt bleibt hier definitiv vorne. Gerig hat ganz klar die Performance, um hier vorne zu sein. Aber er hat nun mal auch den Platz verloren. Von daher, Erna ist nun auch nicht unbedingt der Langsamste. Und hier vorne ist es auch nochmal richtig spannend. Mit Frischkopf und Vollgas. Oh Gott, meine Stimme verschwindet. Ich bin ja für... Oh nein! Und Volkert schlägt ein! Beim Rausbeschleunigen! Und die anderen beiden kommen da drum hin. Wir gucken uns das hier nochmal im Replay an. Ja, und hier geht's ab. Hier geht's ab. Ich will nicht sagen, das ist die Quittung für den Stupser von vorhin. Aber das ist natürlich extrem bitter. Und guckt euch das an, wie gefährlich das ist. Hier kommt Erna, Gerig und Tröscher. Oh, weia, weia, weia. Und da geht noch... Oh, Rösti auch noch vorbei. Ja, das war's jetzt für ihn. Das war's jetzt für ihn. Definitiv. Also Purkott hier auf Platz 2. Er verliert 5 Plätze auf Platz 9. Um Gottes Willen. So. Das war das, was Jens Purkott vorhin sagte. Er neigt manchmal dazu, den einen oder anderen Fehler zu machen. Da sage ich mal so lapidar, na Jens, die... Oder zeigt Nerven, sag mal so. Ich sag, der Einzige, der, von dem ich bisher Nerven gesehen habe, warst eigentlich du. Wir erinnern uns an so Kleinigkeiten beim, ich glaube in Brünn kann ich mich entsinnen, ist es dem Jens passiert. Das war mir bei Danny Volkert nicht ganz so präsent, aber es muss wohl so sein, weil denn auch hier jetzt im harten Fight hat er einfach die Konzentration verloren, beziehungsweise hat einfach 1% zu viel gegeben. Robin Frischkopf auf Platz 3. Auf der 4. Dennis Erna auf der 5. Micha Gerig auf der 6. Micha Tröscher auch hier. Also das ist alles unglaublich spannend. Arne hier auf der 10. Der ist hier auch nicht sonderlich glücklich. Der Jim mit der 11. Mit dem 11. Platz, glaube ich, ein ganz gutes Ergebnis für ihn.
ist ja noch relativ neu. Der Ralf auf der 12, auf der 13 haben wir den Patrick Garbe im Zebra-Design. Der Dominik auf der 14, auf der 15. Der Jens Erner auf der 16 ausgefallen, Force. So, gehen wir zum Führenden, der hier jetzt in Kürze das Rennen als Sieger beenden wird. Das letzte Mal die Busstopp, die den Namen nicht mehr verdient. Die Zielschikane. Und ab geht's und herzlichen Glückwunsch an Edgar Ostermann. Du darfst dich ruhig mal ein bisschen freuen und nochmal das Licht anmachen. Platz 2, ich glaube für einen extrem glücklichen Jens Purkott. Ich glaube, die Autos haben gar kein Licht, oder? Platz 3 für Robin Frischkopf, Platz 4 für Dennis Erner, 5 Micha Gehrig, 6 Micha Dröscher, 7 der Jan, 8 Rösti, 9 der Danny Volkert, 10 kommt hier gerade durch die Blanchiment der Arne, auf Platz 11 dann Jim Clark, auf der 12 der Ralf, auf der 13 Patrick Garbe, auf der 14. Ha, ha, sehr schön. Sehr schön, meine Herren. Das habt ihr. Coole Nummer, muss man mal sagen. Das freut mich sehr, muss ich sagen. Tolle Sache. Warten wir mal, bis hier alle schön die Orange hochkommt. Hier aus der Radillon raus. Großartiges Bild. So, da kommen noch ein paar Nachzügler. Also, das ist wirklich fantastisch. Vielen, vielen Dank. Ist ein kleiner Insider, aber für unsere Zuschauer, sage ich mal, großartige Geschichte, was hier gerade passiert, weil die Herrschaften hier ihr Saisonfinale fahren und jetzt hier eine gemeinschaftliche Runde fahren. Schön das ganze Feld beieinander. Einmal im Doppelfeil um die fantastische Strecke von Spa-Francorchamps. Die Zuschauer auf den Rängen applaudieren frenetisch. Weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Ich kann leider nicht sagen, wer die Meisterschaft gewonnen hat. Ich vermute mal, der Robin Frischkopf hat es letztendlich reingefahren. Er hatte 6 Punkte Vorsprung. Ich glaube nicht, dass der Ostermann die aufholen konnte. Aber wir wissen es nicht mit schnellster Rennrunde und so weiter. Müssen wir schauen. Wir werden es sicherlich vielleicht gleich im Interview erfahren. Eine fantastische Geschichte hier. Ich bin schwer begeistert, was ihr hier tut. Großartig. So, der Edgar fährt jetzt noch mal eine Runde Rennen. Hier kommt noch mal das ganze Feld. Vielen, vielen Dank, Jungs. Es hat riesig Spaß gemacht, diese Saison mit euch hier, dass ich das kommentieren durfte. Es war ganz, ganz, ganz großartig. Und ich freue mich auf die weitere Ausgabe, was auch immer hier im Sommer oder im nächsten Winter hier bei euch passiert. Ich bin schwer begeistert, was
ihr hier auf die Beine gestellt habt. Es macht Riesenspaß oder hat Riesenspaß gemacht. Und ich denke mal, euch hat es was gebracht, nämlich neue Zuschauer, neue Fahrer, neue Mitglieder. Viele Leute, über 30 Leute bei euch in der Saison teilgenommen. Und zum Schluss wurden es immer mehr Fahrer. Also vielleicht klappt es ja in der nächsten Saison mit einem noch größeren Starterfeld. Wer auch immer noch sucht, was er fahren soll, geht hier zur RSA. Das macht tierisch Spaß mit den Jungs. Die sind alle super cool drauf. Und vor allem erwachsen, auch die Jungen, die da sind, sind erwachsen. Das heißt, man hat hier keine Spinner und es ist richtig, richtig angenehm und es macht totalen Spaß. So, wir kommen zu den Interviews. Ich hoffe, die Herrschaften sind hier schon mal irgendwo zu Gang. Sind sie zu Gang oder sollte ich vielleicht dann mit mir und den ganzen Jungs nach oben ziehen? Das werden wir mal machen. Ah, nee. Hallo, grüß euch. Da, jetzt kommen die Herrschaften. So. Ja, wir mussten es noch ein bisschen feiern. Ja, völlig, völlig okay. Kann ich durchaus nachvollziehen. Also die Herrschaften mögen doch dann mal bitte runterkommen. Ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen gerechnet, weil ich habe keinen Durchblick. Wir auch nicht, wenn wir ehrlich sind. Zumindest was Platz 2 und 3 und 4 betrifft. Ja, genau. Da ist es ja ganz verrückt. Gut, herzlich willkommen hier zur Pressekonferenz zum Saisonfinale der Race Day Speed Association in der Rennserie Top Race V6. Heute hier der letzte Lauf oder die letzten beiden Läufe auf Spa-Francorchamps und ich denke mal, das, was hier gezeigt wurde, war das Abbild der kompletten Saison. Unglaublich geiler Motorsport, unglaublich viel Spannung, wirklich gefahren bis ans Limit und ja, also ich gehe mal davon aus, dass wir werden noch ganz viel Spaß miteinander haben. Ich würde mich sehr freuen, das sage ich schon mal vorab, wenn das hier weiterginge mit diesem Broadcast. Und ja, gucken wir mal. Kommen wir mal zum Rennen. Zum ersten Lauf. Platz 3 für Robin Frischkopf. Robin, einfach nur die simple Frage, war es das, was du dir vorgenommen hast? War noch mehr drin? Ja, sicher Punkte machen war das, was ich vorgenommen hatte. Und ja, ob jetzt mehr drin war, weiß ich nicht. Dass du denn, Robin, du bist ganz leise. Oh, Moment. Genau. Ich bastel gerade mal hier kurz am Rechner, um den Endstand rauszukriegen. Deshalb bin ich hier mit der Maus zugange. Das mach mal, weil das sieht man jetzt nicht, aber das können wir hinterher einblenden. Also gar nicht mal so schlecht, wenn du das hier, wenn du eine Endtabelle dann hast. Ja, Robin, geht's jetzt? Ist jetzt besser? Nee. Aber macht nichts. Vielleicht sprichst du mal ein bisschen lauter, dann ich glaube schon, dass man dich einigermaßen hört. Ja, erzähl mal so ein bisschen, ja, war noch eine Position drin, weil es war ja schon ziemlich knapp. Also ich glaube nicht, dass da noch viel drin war und ich bin sehr froh schon um einen zweiten, dritten Platz gewesen, dass der Elf da eine Fehler gemacht hat. Und Robin, ich muss dich unterbrechen, wackel mal bitte irgendwo am Kabel, du hast da irgendwo, dein Stecker ist lose oder irgendwas ist da. User disconnected from your channel. So. Besser? Erzähl noch mal was. Ich glaube, es ist ja ganz weg. Macht nichts. Komm mal, den Jens, lass mal mal. Kannst du reden, Jens, oder musst du rechnen? Ich kann auf jeden Fall reden. Und Robin, bist du wieder da? Kann man dich jetzt hören? Ist jetzt besser? Ja, wunderbar. Gut, dann machen wir jetzt mal mit dir. Jetzt erzähl noch mal von Anfang an. Ja,
eben zum dritten Platz. Das Ziel vor diesem Rennen war ganz klar Punkte sammeln. Ich habe da nicht so irgendwie irgendwelche Siege oder Podeste erwartet. Und dann habe ich gemerkt, das Auto ging sehr gut im Rennen. Ich konnte eigentlich mit jedem mithalten und da war wieder ein super Pulk da, alle zusammen. Mhm. Und dann war ich dann, ja, habe ich gesehen, dass Edgar einen Fehler gemacht hat und da war ich schon traurig eigentlich, weil so wollte ich ja die Meisterschaft nicht gewinnen. Aber ja, that's racing. Und dann war ich eigentlich froh, dass ich ja so einen dritten Platz nach Hause fahren konnte und freute mich schon aufs Hauptrennen. Ja, das hat dann auch einigermaßen funktioniert, auch im Hauptrennen dann, da kommen wir noch zu. Der Jens ja, hat so ein bisschen seine Drohung wahrgemacht, leider hat sich auch noch eine andere Vorhersage bewahrheitet, da kommen wir aber dann im zweiten Lauf zu. ja, Jens, mein Lieber, Platz 2, im ersten Rennen war das so angestrebt oder ging es lediglich erstmal nur drum? Ich meine, du warst ja immerhin hinter Danny im ersten Lauf und das ist natürlich dann eine Geschichte, die war sicherlich nicht gewollt. Irgendwie wolltest du, ich denke mal, ähnlich wie bei Robin, völlig egal auf welchen Plätzen, Hauptsache vor Danny, oder? Ja, das stimmt, ist wahrscheinlich hast du das nicht im Bild gehabt, ich habe es selbst geblockt. Wir haben ja am Anfang fleißig die Plätze getauscht, ich konnte ja sofort an Danny vorbeigehen, dann ist er wieder vorbei, dann war ich wieder vorne und dann irgendwann beim Rausbeschleunigen nach der ersten Kurve bricht mir die Karre nach rechts aus, ich bremse da durch den Robin und der Danny schlüpft von 3 auf 1 und gewinnt damit das Rennen. Das hab ich wohl gesehen, ja. Ja, also deshalb, ne, muss ich mir meine eigene Nase packen. Der Robin hat gesehen, wie breit ich mich machen kann auf der Strecke. Er hat es ja nicht geschafft, mich zu überholen. Ich hätte das eigentlich bis ins Ziel fahren müssen. Habe ich nicht. Damit hatte ich für mich eigentlich den dritten Platz schon abgehakt. Aber gut, Platz 2 wieder auf dem Podium war okay. Ja, ja. Ja, kommen wir zum Rennsieger. Danny, glücklicher Rennsieger, muss man sagen, also Jens hat es gerade gesagt, der hat einen Fehler gemacht. Du bist aber, warst aber so dicht dran, dass du genau diesen Fehler doch ziemlich souverän nutzen konntest. Und das, was vorhin der Jens über dich gesagt hat, hat zumindest im ersten Rennen auch erstmal auf ihn zugetroffen. Ne? Das kann man doch so sagen. Ja, genau so ist das. Also ich weiß nicht, ob es aus eigener Kraft gereicht hätte, das weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen mehr Flügel gefahren. Ich habe natürlich mich sehr gefreut, als ich die Situation so vor mir darstellte, dass ich einfach durchfahren konnte und die beiden sich da selbst ja, der Führung beraubt haben. War ein gutes Rennen, muss ich echt mal sagen. War schön. Ja. Du hast ja auch verdammt viel Action gehabt, also im ersten wie im zweiten Lauf. Dir geht's jetzt noch gut? Ist alles okay soweit? Oh, ich bin ein bisschen stinkig auf mich selber und auf den Rennverlauf auch. Das ist ja, nicht gut. Ganz so gekommen, wie ich das hätte, aber das ist wohl so. Ja, gut. Da du eigentlich im Interview des zweiten Laufs nicht bist, aber ja insgesamt für die Meisterschaft schon irgendwo mit vorgesehen warst, im Interview ganz kurz im zweiten Rennen, ich meine, du hast beim 2 oder 3 Runden vorher hattest du, ich glaube, einen der beiden Michas ein Dings getitscht hinten und der hat sich gedreht. Dann ist dir dieser Fauxpas passiert, aus der Kurve raus beschleunigt und dann dich weggedreht. Was geht einem da durch den Kopf? Ich meine, da war ja nur dann erstmal alles vorbei. Platz 9 dann und ja, Riesenärger, oder? Ja, also nochmal großes Sorry an den Jan. Ach, der Jan war es, genau, sorry. Genau, den habe ich rausgekegelt, das tut mir wirklich leid. Das ist aber auch eine der Situationen, die ich meinte, die mich selber auch ärgern. Ich habe mich richtig heftig gebremst gefühlt. Also ich kam einfach nicht vorwärts und sah da so meine Felle wegschwimmen da vorne und war wahrscheinlich auch ein bisschen übermütig da. Das tut mir leid mit dem Jan, auch dass ich nicht warten wollte. Ist nicht so Gentleman's like, aber in dem Fall habe ich gedacht, die Meisterschaft ist vorbei und dann ab und zu durch ja. Da. Ne? Ja, ja. Die zweite Situation hinterm Robin war, da muss ich dem Robin mal sagen, das war ganz schön gemein. Also ich glaube, er hat mich ausgebremst vorher. Ich wollte die Kurve und den Schwung nutzen, weil ich wusste, ich bin schneller an der Stelle und bin dann einfach auf ihn aufgelaufen. Um ihn nicht auch noch rauszukegeln, habe ich dann quasi das Lenkrad weggerissen und ja, dann war es passiert, dann waren sie vorbei alle. Platz 9 ist denn so. Ich glaube, damit ist auch Platz 4 in der Meisterschaft dabei rausgekommen. Fehler werden bestraft und diesmal ganz bitter.
Ja, richtig. Wenn wir das einfach vielleicht zwischendurch jetzt einstreuen wollen, bevor wir zum zweiten Rennen können, was meinst du? Weil ich habe zumindest die ersten 6 Positionen fertig. Auf die Schnelle, ohne Gewehr. Aber ich glaube, die entscheidenden Positionen oder Punkte sollten stimmen. Damit haben wir nämlich auf Platz 6 den Michael Gehrig mit 91 Punkten. Der Michael Tröscher hat es auf die 5 geschafft mit 94 Punkten. Und es ist tatsächlich so eingetreten, wie Danny befürchtet hatte. Er landet auf Platz 4 mit 121 Punkten, hinter mir mit 122 Punkten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also mal so richtig bitter. Die anderen beiden, die hebst du dir mal noch auf. Genau. Ja, die heben wir uns auf für, die sollen wir noch ein bisschen zittern. Kommen wir zum zweiten Lauf. Robin, ich sag mal, das war ein Handtuchrennen. Also das war ein Rennen, was den Namen trägt, ich brauche jetzt ein Handtuch, oder? Weil da war ja nun wirklich die Action en gros. Also du hast ja so ziemlich alle Positionen von 9 bis 2 waren zumindest in Sicht. Ja, das war schon ganz toll und ich hatte 2 eigentlich immer in Sicht, das war auch mein Ziel, aber dann war ich irgendeinmal in der Oruge sehr schlecht durch, habe mich da zu fest auf den Jan als Vordermann konzentriert und nicht auf die Strecke selber. Und ich konnte das Auto noch fangen, aber es sind 2 oder 3 Fahrzeuge vorbeigefahren, habe ich gedacht, ja, okay, machst du 5. Platz oder so, aber nach dem Stopp ging es dann irgendwie wieder viel besser und ich konnte halt wieder Plätze gut machen und jo. Ja, auf alle Fälle Glückwunsch dazu, also wir wollen mal schauen, was da am Ende jetzt bei rauskommt mit den 6 Punkten. Wenn der Edgar dann im Interview war, dann wird der Jens das sicherlich bekannt geben. Jetzt ist erstmal der Jens nochmal dran. Mein lieber Jens, im zweiten Rennen es war das gleiche wie bei Robin, es ging alles kunterbunt durcheinander. Die Frage, die mich am meisten interessiert, wo warst du, weil ich weiß es wirklich nicht mehr sicher, aber ich bilde mir ein, du warst deutlich weiter hinten als auf der Position, die du hattest, als du aus der Box kamst. Was hast du da gemacht? Ja, als wenn ich das mal so genau wüsste. Ich habe ganz bewusst in der Einführungsrunde Sprit gespart, um hinten raus vielleicht eine Runde mehr fahren zu können. Und ich glaube, genau das ist passiert. Wir waren ja alle so eng beisammen. Ich hatte, glaube ich, aber 4 Sekunden, 3 Sekunden Rückstand auf diese Vierergruppe oder Fünfergruppe da vor mir, die alle gebündelt in die Box gefahren sind. Und ich hatte noch 7 Liter. Ja. Jetzt fährst du noch eine Runde. Bin in dieser Runde meine persönlichen besten Sektoren gefahren. Hab sogar noch nachher 15 Liter zu viel getankt letztendlich und bin von 7 auf 2 nach vorne gespült worden. Einfach nur durch eine Runde später rein. Und 5 Liter vielleicht weniger tanken. Also irre, habe ich nicht mit gerechnet. Ich konnte es nicht glauben, als ich dann auf die Gerade oben kam und die Jungs von hinten angeflogen kamen und ich wusste, die kommen nicht vorbei bis zum Bremspunkt. Da habe ich mich 2, 3 Kurven lang breit machen müssen. Dann haben die sich da hinten so schön bekämmelt und ich konnte da wegfahren. Auf einmal war ich 2. Also habe ich nicht mit gerechnet. War, ja, taktisches Glück, sagen wir es mal so. Ja, das kann man wohl laut sagen. Also definitiv, ich habe wirklich mir in der Tabelle den Wolf gesucht, wo du da Zeit eingespart hast. Ich meine, du warst 3 Sekunden schneller als die anderen, bis zu 4 Sekunden schneller als die anderen in der Runde des Boxenstopps. Aber dass das insgesamt so viel dann ausmacht, hätte ich nie geglaubt, dass das wirklich 5 Plätze nach vorne geht. Also allein zu dieser taktischen Meisterleistung eine extra Gratulation, ganz. Oh, und das von dir. Wow. Ja. Und wann kommt jetzt die Stelle, an der du wieder draufhauen wolltest? Nö. Also gut, die hatten wir ja im ersten Rennen, also da war ja im Prinzip. Gut. Ja. Eins muss ich trotzdem noch eben kurz sagen. Ich habe zwischen den Rennen mein Setup ein bisschen verändert, weil ich totale Probleme bekommen habe mit zu heißen Reifen, weil ich bin Flut 1-2 gefahren und habe den einfach mal höher gesetzt. Hatte zur Folge, dass ich ein totales Übersteuern bekommen habe. Ich konnte die Oruge nachher nicht mehr flat fahren. Habe auch im zweiten Rennen den einen oder anderen Quersteher gehabt beim Rausbeschleunigen. Also da habe ich locker 5-6 Runden gebraucht, bis ich da einen Rhythmus hatte. Und das hat mich auch etliche Positionen gekostet am Anfang. Ja. Gut, Edgar, über das erste Rennen wollen wir nicht reden. Streichresultat, wie man so schön sagt. Nein, wir sind hier im Siegerinterview zum zweiten Rennen, mein Lieber. Auf alle Fälle hat es dazu geführt, dass du in der ersten Startreihe standst. Und das war jetzt
mal einfach so ein Start, naja, man kann nicht sagen Start-Zielsieg, weil du standst ja auf Position 2, aber du bist ja direkt am Start am Micha Gehrig vorbeigegangen und dann das Ding sauber nach Hause gefahren. Ja, leider nur das zweite Rennen. Ich will trotzdem noch zum ersten zurückkommen, also ich hatte eine Kollision gespürt, ich habe mir das Replay angesehen, da hat man nichts gesehen. Und ja, okay, das erste Rennen leider Gottes vergeigt in dem Fall. Ja. Und die Meisterschaft auch gelaufen. Und beim zweiten Rennen, wenn die anderen sich hinten kämpfen, dann kannst du vorne alleine wegfahren. Ich habe ein gutes Setup gehabt. Bin auch die schnellste Zeit, glaube ich, in beiden Rennen gefahren. Im ersten glaube ich nicht. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, aber im zweiten war es die schnellste und die wäre auch im ersten die schnellste gewesen. Also es wäre auch im ersten Rennen sehr, sehr, sehr viel drinnen. Ja, also ich kann dich beruhigen, du hast eine Kollision gehabt, du hast, wer war's? Jens. Ja, du hast ihn hinten rechts am Heck, hast du ihn touchiert, ich habe es extra mir nochmal ins Replay geholt und man sieht es, dass da die, dass du ihn da so leicht touchierst. Das ist dann eine Streitfrage, aber das wollen wir nicht mehr machen, die Meisterschaft ist vorbei. Ich bin extra weit aus von hinten gekommen und wollte im Innern durch. Und ja, aber das geht nun mal in der Lasurs nicht. Und von daher, das hat noch niemand geschafft. Von daher, also wie gesagt, mein lieber Edgar, trotzdem muss ich sagen, großartige Saison für dich. Ich denke mal, auch wenn es jetzt nicht für den Gesamtsieg reicht, auf alle Fälle spannend bis zum letzten Rennen. Und ich denke mal, das ist doch insgesamt das Schönere an dem Schlechten jetzt, dass du jetzt nicht Meister geworden bist, aber wenn du die Saison Revue passieren lässt, wirst du schon sagen müssen, dass es schon sehr, sehr geil war. Ja, keine Frage nicht, die Saison war super und von einem Frischkopf Robin geschlagen zu werden, ist keine Schande. Das wäre auch keine Schande. Wäre auch keine Schande, von Knacki oder von Jens geschlagen zu werden. Ja. Also diese Meisterschaft hier ist ein Hit, das ist eine große, richtige Rennfamilie sozusagen. Mich wirklich ein Teil dieser Rennfamilie zu sein. Sehr schön gesagt. Jens, kommen wir nochmal zu dir. Mach's amtlich. Ja, es ist, wie schon vermutet, nicht ganz so überraschend. Der Robin hat sogar letztendlich 2 Punkte noch seinen Vorsprung weiter ausgebaut und gewinnt die Wintermeisterschaft 2011-2012 Top Race V6 mit 145 Punkten vor dem Edgar mit 137 Punkten und meinen herzlichen Glückwunsch. Ja, aber alles Gute. Herzlichen Glückwunsch. Gratuliere, Robin. Danke, danke. War sogar die Titelverteidigung, wenn ich mich nicht irre, ne? Ja. Ja, das freut mich schon sehr und auch noch, also ich mag dem Edgar alles gönnen, aber nach dieser ganzen Saison, wo ich eigentlich immer, Meisterschaftsführender war, am Schluss dann das noch zu verlieren, das wäre schon nach bitter gewesen. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Aber auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, die letzten 3 Rennen waren ja nun nicht so überragend für dich. Da hatte ja der Edgar immer so ein bisschen die Nase vorn, ne? Das stimmt schon auch, ja. Einerseits war da mal noch ein bisschen Gewicht, andererseits merke ich jetzt mit dem Frühling, die Lust auf Simracing schwindet so ein bisschen. Nicht auf die Rennen selbst, einfach auf dieses Trainieren vor den Rennen, das eigentlich mittlerweile fast notwendig geworden ist. Und ja, mein Lieber oder meine Lieben, also ich sage auch nochmal ganz herzlichen Dank. Das hat richtig Spaß gemacht, so stelle ich mir das vor. Wenn man sich die Zeit um die Ohren schlägt, da macht es nämlich Spaß. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Saison wieder. Ob wir das im Sommer durchziehen, werden wir sehen. Aber auf alle Fälle, die nächste Wintersaison ist gebucht. Ja, das freut uns natürlich sehr, dass du so viel Spaß hast, hier unser Rennen zu kommentieren. Und ich kann dir versprechen, in der Wintersaison sind wir sicherlich wieder am Start. Alles klar. Dann verabschieden wir uns jetzt von unseren Zuschauern und sagen euch ein schönes Wochenende, ist ja bald, fängt ja bald an, wenn es dann mit dem Freitag beginnt. Und ja, wir sehen uns irgendwann wieder hier bei der Race Day Speed Association. So lang wird das gar nicht dauern, denke ich mir. Und das ein oder andere Rennen von der Sommersaison werden wir mit Sicherheit auch übertragen, vielleicht sogar alle. Werden wir mal schauen. Also.